verrate mich nicht. Ja, ich hoffe, das war nicht verwirrend. Und alles das ist natürlich, womit das alles ausgegangen ist. Letztes Mal war das Problem richtig, zu Recht natürlich gestellt. Wie kann Aristoteles unterscheiden falsche und wahre, authentische Wahrnehmungen? Und wie gesagt, meiner Meinung nach, dieses Problem hat er nicht so viel thematisiert. Er könnte sich nicht so vorverteidigen, ihn vorausverteidigen gegen die Skeptiker. Was hingegen bezüglich der Struktur der Wissenschaft nicht so viel der Fall ist. Er ist kritisierbar, aber er war des Problems Sinne. Bezüglich der Wahrnehmungen thematisiert einfach nicht. Es scheint zu sagen, ja, die Wahrnehmung funktioniert so und wir können nicht zweifeln, obwohl es nicht angezweifelt werden kann oder muss. Und, ja. Sie schauen so ein bisschen, ja, wie... Ja, das ist ein interessantes. Ja, ich habe niemals, glaube, das ist unhöflich, mich bedankt bei Ihnen für die Frage. Natürlich, ich denke immer an das Thema und dann leid, das ist unhöflich, ich entschuldige mich. Sie soll sich alles als schon im Voraus bedankt erachten. Ich möchte das sagen, schon seit vielen, Sitzungen habe ich immer wieder vergessen. Ja, es ist ein Thema, ohne Zweifel. Es ist ein Thema, das eben jetzt, es gibt Artikel, auch Aufsätze, über die Präsenz von Skeptizismus, von Andeutungen von Skeptizismus bei Platon. Denn, es scheint so, das ist die gebrochen ist, oder? Nein, kein Problem. Denn zum Beispiel in Phaidon scheint es so, dass er sagt, diese Länge ist dir je, diese vernehmbare Länge, diese Längen sind dir je zum Beispiel gleich oder ungleich erschienen. Und die Antwort ist ja. Das heißt, das mit dem Wahrnehmungssinn zusammenhängt, ist etwas, das betrügen kann. Weil das, was in der erfahrbaren Wirklichkeit ist, tatsächlich betrügerisch sein kann. Das heißt, es hängt nicht so viel mit unserer Fähigkeit, mit unseren Vermögen, es liegt in den Identitäten. Die sind so, dass sie, indem sie mit Anwesenheit von verschiedenen Eigenschaften haben oder indem sie sich ändern, uns nicht denselben Aspekt zeigen. Und deswegen können für uns betrügerisch sein. Es ist aber so, dass vielleicht bei den Skeptikern, bei den Zentropen, bezüglich der Zentropen von Skeptizismus her, die Rede ist von etwas Intersubjektiven oder Intrasubjektiven. Das heißt, es sind unsere Fähigkeiten, welche die Wirklichkeit nicht widerspiegeln können. Wir sind nicht in der Lage, die Wirklichkeit richtig anzupeilen, zu sichten und zu erkennen auch. Unsere Wahrnehmungen sind nicht dazu angemessen. Ich habe den Eindruck, dass das Problem bei den Skeptikern ist eher subjektiv. Wir können nicht die Gewissheit haben, dass unsere Wahrnehmungen tatsächlich die Wirklichkeit erfassen können, weil unser Wahrnehmungsvermögen nicht dazu völlig angemessen sind. Bei Platon scheint her die Lage, das Problem von der Vertrauenswürdigkeit unserer Sinnesangaben damit zu hängen, dass die erfahrbare Wirklichkeit eigentlich nicht immer denselben Aspekt hat, nicht immer mutiert, sich ändert und deswegen uns zuerst so erscheint und dann so und so erscheint.
Das heißt, es scheint so zu sein, dass sozusagen der Fehler, das Defekt in der Wirklichkeit ist und nicht so viel in unserem Wahrnehmungsvermögen. Das ist aber auch diskutiert, das heißt, es ist nicht eine völlige Eintracht von Interpretation. Aber es gibt viele Studien, die die Präsenz von vorskeptischen Ideen, Auffassungen bei Platon analysiert haben und meiner Meinung nach sind auch sehr interessant. Das Problem soll ohne Zweifel analysiert werden. Und einige Studien haben sogar die These vorgestellt, dass bezüglich der Wahrnehmungen eigentlich Platon schon als ein Skeptiker zu interpretieren sei. Das heißt, er hat wirklich sie nicht die Skeptiker, die dann entstanden sind. Er ist schon der Skeptiker. Die Differenz ist aber, dass dann die Skeptiker, die wahren Skeptiker von Hellenismus, alles auf die Erkenntnis ausweiten. Während Platon sagt, Wahrnehmung nein, aber Erkenntnis existiert trotzdem. Das ist der Punkt. Würde ich so sagen. Ja, es gibt Objekte der Erkenntnis, zuverlässige Objekte der Erkenntnis und unzuverlässige Objekte, welche hingegen mit der Wahrnehmung und mit dem Wahrnehmungsvermögen zusammenhängen. Das ist meiner Meinung nach der Unterschied. Aber ohne Zweifel, das Thema wird jetzt immer mehr in Betracht gezogen und meiner Meinung nach völlig zu Recht. Völlig zu Recht. Es ist vieles, das schon in normaler Weise auf die Skeptiker zurückgeführt wird, lässt sich schon in Platon, bei Platon individuieren. Das ist das ohne Zweifel, man kann in Freiden unendlich vieles finden bezüglich der sogenannten skeptischen Truppen zum Beispiel, aber nicht nur in Freiden, im Staat, in der Republik, im Tetet auch, in Tetet, wo eben das Gleichnis, Wahrnehmung sei Erkenntnis, diskutiert wird. Wobei aber dort gesagt wird, Wahrnehmung sei nicht Erkenntnis, aber Erkenntnis existiert trotzdem. Und das heißt, dass Platon so dann, wie die Skeptiker prozediert hat, würde ich in diesem Sinne her anzweifeln. Denn es scheint mir, dass er niemals bezweifelt, dass Wissenschaften existieren, dass die Erkenntnis existiert. Obwohl er natürlich einige Dialoge wie beim Intetet sozusagen apoetisch sind. Das heißt, dort findet man nicht eine positive Antwort. Aber trotzdem, würde ich sagen, er glaubt an die Existenz von Ideen, von Objekten der Wissenschaften und dementsprechend auch auf die Möglichkeit der Wissenschaften selbst. Die Skeptiker sind sozusagen im Hellenismus von einem anderen Problem ausgegangen. Das ist gemeinsam den Epikureern und den Stoikern, obwohl die Antworten ganz verschieden sind. Die Skeptiker haben thematisiert das Problem, wie ich zum Glück ankommen kann und wie die Epikureer, wie die Stoiker, das ist gemeinsam. Und die haben gesagt, Glück sei grundsätzlich Erschütterung der Seele. Dann die Antworten, wie ich diese Erschütterung der Seele bekämpfen kann, sind verschieden bei den Skeptikern, bei den Stoikern, bei den Epikureern, aber die formale Struktur der Frage ist dieselbe bei allen drei Gruppen. Merkwürdigerweise, dann kann natürlich überraschen, denn die drei Gruppen sind so verschieden voneinander. Die Skeptiker haben gesagt, alles was die Seele erschüttert, sind zum Beispiel die Kontraste wegen der Auffassungen, die Streite, die Widerstreite, welche vorkommen wegen der verschiedenen Meinungen. Und die haben gesagt, aber wir müssen tatsächlich unser Urteil suspendieren über die Wirklichkeit, denn unsere Wahrnehmungen sind nicht zuverlässig. Und sie wollen so eliminieren die Hauptquelle der Hauptquelle von den Kontrasten, von den Widerstreiten. Sie sind grundsätzlich von einer ethischen Grundauffassung und Grundproblem ausgegangen.
Und das ist gemeinsam den Stoikern und den Epikureern. Die Antworten sind anders. Das kommt nicht in Frage. Aber der Hauptpunkt, das Hauptthema ist, wie kann ich die Ataraxie bekommen, das heißt die Unerschütterlichkeit, die Seelenruhe, Unerschütterlichkeit der Seele erreichen, erwirken. Das ist gemeinsam in den drei Gruppen, die aber natürlich ganz, ganz, ganz andere Antworten erarbeitet haben. Aber die formale Struktur ist sozusagen dieselbe. Die sind ähnlicher formell gesehen, als man denken könnte. Ja? Jetzt noch Fragen? Ja, bitte. Ich hätte eine Frage, aber ich weiß nicht, ob das jetzt weit wegführt. Aber es würde mich sehr interessieren, weil Sie also in diesem Begriff von Macht als Dynamis und also wie weit hängt, weil Sie auch von Gottesmacht und so gesprochen haben, wie weit hängt Dynamis und Arche, also als Herrschaft, wie weit hängt das zusammen? Weil wir ja heute schon zum Beispiel Macht schon sehr klar als Herrschaft oder mächtig ist jemand, der etwas beherrschen kann. Mhm. Ist das bei Aristoteles? Hängt Dynamis? Bei Aristoteles? Ja, zusammen. Bei Aristoteles würde ich sagen, er tendiert den Vorrang zu geben der Qualität, der Energie. Das heißt, die Dynamis, der Gott, der unbewegte Bewegende und die Reihe von den unbewegten Bewegenden sind reine Aktualität. Die haben nicht Dynamis im Sinne von Konzept von Macht. Die sind perfekt an sich selbst. Die brauchen nicht etwas außer sich selbst. Sie haben nicht das Moment von Entscheidung zu etwas oder zu etwas anderem. Denn der Vorrang von Dynamis im Sinne von Macht, etwas zu tun, gehört her den Konstellationen, welche die Kreation in Betracht ziehen und das den Erschaffensakt dem Gott zuschreiben, attribuieren. Das ist eher etwas, das Aristoteles dich differenziert. Gott an sich selbst ist reine Aktualität, kennt nicht Momente von Dynamis im Sinne von er denkt wirklich auf eine ganz andere Art und Weise. Ist die Archie auch der unbedingte Bewegung? Also in diesem Sinne ja. Also die Herrschaft ist es schon. Ja, in diesem Sinne ja. So verstehen wir doch auch Macht. Ja, aber nicht im Sinne, dass er sozusagen in sich selbst der Moment von früher und spät hat. Das heißt, dass er einen Willensakt hat, in dem er sich für das oder für das entscheidet. Das wäre eher als eine Imperfektion gelesen seitens Aristoteles. Es würde bedeuten, dass er etwas brauchte außer sich selbst. Das ist etwas hier, das zum Beispiel die Opposition bildet zwischen Avicenna einerseits und Averroes einerseits und Maimonides andererseits. Das heißt, es ist ein Kontrast zwischen einem Teil von arabischen Philosophie und einem Teil von jüdischen Philosophie, hebräischen Philosophie. Denn sowohl Avicenna wie auch Averroes sagen, Gott hat nicht der Moment von Urteil. Das wäre eine Beleidigung für Gott selbst. Denn es würde bedeuten, dass er etwas außer sich selbst benötigt hat. Anders gesagt, die Welt hätte nicht anders sein können, als sie ist. Und Maimonides polemisierte gegen die beiden und sagt, nein, Gott hätte auch die Welt anders machen können, wie er das gemacht hat. Es gab ein früher und ein später und ein Willensakt seitens Gottes. Das opponiert die beiden Gruppen sozusagen. Und ich würde sagen, das Konzept von Macht im Sinne von machen können und anders machen können und anders machen werden und eingreifen in die Realität
ist etwas, das hier mit der Konzeption, mit dem Begriff von früher und später der Kreation nach und mit dem Willensakt, welcher dem Erschaffen vorsteht. Das würde ich so, natürlich kann ich mich irren. Bei Aristoteles ist es so, dass Gott in sich selbst ein perfekt abgeschlossenes ist. Er denkt nicht anders als sich selbst. Er würde nicht in die Welt sozusagen eingreifen, in die Welt intervenieren. Es ist etwas in diesem Sinne völlig anders, obwohl er natürlich das Prinzip von der Natur ist. Denn er ist das Prinzip von der ganzen Bewegung der Natur. Von der ersten Bewegung, insofern auch von den abgeleiteten, von der ersten Bewegung abgeleiteten Bewegungen. Aber dem Denken nach ist nicht Gott etwas, das die Urteile revidieren kann oder Meinung ändern kann, oder er denkt nur an sich selbst. Er denkt nur das Beste, das heißt sich selbst. Das. Aber das ist nämlich, wie kann er sozusagen, also wie kann der unbewegte Beweger die Arche sein, der Grund sein, sozusagen auch so die Herrschaft sein, ja, und gleichzeitig unbewegt sein? Nein, es ist so, dass Aristoteles sieht das Problem von Macht nicht auf nicht nach der Art und Weise von machen können, von der Möglichkeit. Wenn Gott sozusagen Elemente von Möglichkeit, von reinem Möglichsein in sich selbst hätte, damit inkludierend auch das machen können, wäre er nicht perfekt. Indem er total aktuell ist, das schließt aus, dass er etwas Mögliches in sich selbst hat. Er ist schon perfekt. Man soll sozusagen die Sache andersherum sehen. Er denkt wirklich, er interpretiert die Gottheit nicht als etwas, das machen kann. Etwas erschaffen kann. Das noch nicht ist. Indem die Gottheit reine Aktualität ist, braucht nicht etwas zu machen, außer sich selbst. Ja, bitte? Ich weiß nicht, wie Dynamis heißt, vielleicht können Sie es einmal erklären. Bitte? Dynamis, was das bedeutet. Ja, Potenz, Möglichkeit, Fähigkeit auch, kann in einem bestimmten Kontext eine Fähigkeit sein. Es drückt in Bezug auf Energie, ja, das heißt auf Aktualität aus, das, was noch nicht das sich im potenziellen Zustand befindet und noch nicht zur Wirklichkeit gekommen ist. Das heißt, etwas, das nur potenziell ist. Und zum Beispiel, das wird auf ganz verschiedene Kontexte angewandt. Wir haben etwas gesehen bezüglich des Sinnesorganes. Aristoteles sagt, ohne dass die äußere Realität, welche das Sinnesorgan aktualisiert, ist das Sinnesorgan eher ein Dynamis, ein Potenzielles, eine Potentialität. Das heißt, das Sinnesorgan braucht die äußere Wahrnehmungsangabe, um zur Funktion, zur Funktionierung gebracht zu werden. An sich selbst nur eine reine Dynamis, reine Potentialität. Und dann natürlich bezüglich der Bewegung, zum Beispiel der Änderung insgesamt. Ja, Aristoteles würde sagen, dass ich zum Beispiel die Fähigkeit, rot zu werden, habe, besonders wenn ich Fehler mache, wobei ich vielleicht eher blass werde. Er würde sagen, potenziell haben Sie die Potenzialität eben, rot zu werden, zu erröten oder weiß zu werden. Das heißt, alles, was zum Konzept von Änderung öffnet, ist Potentialität. Potentialität zu etwas. Und das werde auf alle Art und Weise von Bewegung appliziert, von Änderung appliziert,
aber auch auf Kontexte wie zum Beispiel Wahrnehmungssinn für die Wahrnehmungsangabe und Erkenntnisvermögen für die Erkenntnisangabe. Denn auch der Intellekt ist etwas, das in sich selbst nur potenziell existiert. Eine reine Tafel, weiße Tafel, leere Tafel, wenn der Intellekt nicht ausgestattet wird mit den Erkenntnisangaben. Dynamis ist an sich selbst Vermögen. Vermögen zu etwas, das eben aktualisiert werden muss, je nach den Kontexten. Und wer des Öfteren eben mit dem Konzept von Entelecheia, Vollendung, oder von Energeia, Verwirklichung, zusammen benutzt von Aristoteles. Ja, bitte? Ich hätte gern gewusst, er hat eben gesagt, also Aristoteles, dass die Wissenschaft auf Prinzipien baut, die eben nicht bewiesen werden müssen. Ja, können. Das ist die können auch nicht. Die können auch nicht. Also intuitiv werden diese Prinzipien festgelegt. Ja. In diesem Sinne nein, das heißt, er ist wieder attackierbar. Intuitiv ist für ihn einfach aus dem Glauben heraus? Oder? Er sagt nicht so viel leider über dieses Problem. Das heißt, wie gesagt, Sie können sehen etwas eben in diesem Dokument über von der Ethik, nikomachischen Ethik finden, bezüglich der Bestreitung, Vorbestreitung von Skeptizismus in 1.3 von der zweiten Analytik, das können Sie schon in Rottenorden finden. Er sagt etwas über diese Intuition, Nuss, Intellekt, in 2. Analytik 2.19, das wir schon erwähnt haben bezüglich der Wahrnehmung, bezüglich einiger Aspekte von der Wahrnehmung. Aber auch dort lässt uns mit mehr Fragen als Antworten. Denn er sagt, Intellekt ist die Funktion, mit welcher, durch welche wir bestimmte Prinzipien erfassen. Diese Prinzipien sind nicht Objekt von der diskursiven Wissenschaft, sind nicht Objekt, werden nicht erfasst von der diskursiven Wissenschaft, sondern sind etwas, auf die diskursive Wissenschaft sich stützte. Aber er sagt nicht, wie ich mich vertrauen kann zu diesen Akten von Intuition. Er wäre weder attackierbar in diesem Sinne, ohne Zweifel. Er könnte sich gegen bestimmte Einwände von den Skeptikern verteidigen, im Sinne, ich habe sowieso das Problem thematisiert und habe diese, aber trotzdem könnte man sagen, ja, aber wie kannst du sicher sein, dass das, was von unserem Intellekt erfasst wird, richtig ist, zuverlässig ist und so weiter. Ich sage nur, dass der Intellekt in der Lage ist, diese Prinzipien zu erfassen, aber es scheint auch hier sozusagen ein unmittelbares Vertrauen gehabt zu haben. Wobei von einer Interpreten die These avanciert worden ist, aufgestellt worden ist, dass Aristoteles eigentlich, wenn er diese Ideen gehabt hat vor sich, etwas wie die ersten Apparaten von Geometrie vor sich hatte, welche dann zu den Elementen von Euklid führen werden. Und auf diese ersten Erkenntnisbereiche der Geometrie sich stützend, sozusagen hat er sagen wollen, ja, können Sie nicht sehen, dass das sozusagen erarbeitet worden ist und das zuverlässig ist und das ein Korpus von einer Wissenschaft darstellt. Das heißt, dass er die ganze Spekulation von den Zeitanalytikern eben im Denken, in Anschluss an diese schon bestehende Erkenntnisbereich von der Geometrie gedacht hat. Das heißt, es funktioniert so. Wir haben die Prinzipien, wir haben die Postulate und dann wir haben durch bestimmte Inferenzregeln die Demonstrationen. Und das alles, was er in den Zeitanalytikern geschrieben hat, nicht alles, aber vieles, ist eben herausgefunden worden, eben weil er sich auf diese schon bestehende Apparate gestützt hat. Das heißt, es ist schon bewiesen, dass es so ist. Sie haben
den Beweis, wenn Sie das sehen, wenn Sie diese schon bestehende erste Fassungen von der Verfassungen von der Geometrie sehen wollen. Ja, vieles, das heißt, es, hier ist es ein Problem. Dann, ja. Er macht tatsächlich Differenzen zwischen Naturwissenschaften und zum Beispiel Geometrie. Denn Geometrie, die Prinzipien von Geometrie sind unveränderbar. Sind nicht etwas, das meistens gilt. Hingegen in den Naturwissenschaften sagt er, das gilt entweder immer oder meistens. Ach so, das tut er schon. Ja, das macht er schon, ja. Ja. Aber die Geometrie scheint für ihn etwas unbestreitbar zu sein. Das heißt, so ist die Struktur eine Struktur und diese Struktur aber hat in sich selbst etwas. Das heißt, ist nicht so einfach erfunden, sondern basiert auf etwas, das in der Wirklichkeit ist. Anders gesagt, die Wirklichkeit lässt sich auf, auch geometrisch interpretieren. Das ist in einigen Sätzen, welche in den zweiten Analytiken enthalten sind, aber auch in der nikomatischen Ethik. Das heißt, er sagt nicht alles in einem Text. Auch in Metaphysik Mühe, Buch Mühe, sagt er über die Konsistenz von den geometrischen Entitäten. Und ja, in diesem Sinne hat er thematisiert. Aber das Problem von einer nicht-euklideischen Geometrie hat er sich nicht gestellt. Das heißt, es ist so und Schluss. Es funktioniert, hat bestimmte Postulate und bestimmte Inferenzregeln und so weiter. Wenn es nicht weitere Fragen gibt, natürlich können auch später gestellt werden, kann ich etwas jetzt sagen über dieses Problem? Habe ich nicht vergessen. Ja, das heißt, das, was ich eben letztes Mal gesagt habe, das habe ich niemand außer Acht gelassen. Ja, Entschuldigung. Das betraf, wir haben das damit beendet. Entschuldigung, wenn ich das schaue. Ja, es war da. Das heißt, wir waren auf der Seite 5 von der Interpretation. Das heißt, diese Passage, diese Komplex von Sätzen, wo er sagt, eben in Anschluss an die Aussagewörter, an der Zeile 25, Seite 5, er legt weiter das Argument und sagt, werden sie für sich allein ausgesprochen, das heißt die Aussagewörter, ich habe noch Kopien, für diejenigen, die, es gibt Personen, die das nicht an sich haben. Entschuldigung, ich habe das vergessen. Gibt es? Bitte sehr. Haben Sie alle? Ah. Bitte. Welche? Ah, Entschuldigung. Bitte sehr. Ja. Ah, bitte. Er spricht von den Aussagewörtern, von den Verben und sagt, werden sie für sich allein ausgesprochen, so sind die Aussagewörter dann Wörter, als welche sie auch etwas bedeuten. Denn jemand, der ein solches Wort ausspricht, bringt sein Denken zum Stehen, das in Klammer ist. Weidemann, Sie können auch in Rotenort, nein, nicht in Rotenandapparat, auch eine andere Übersetzung finden. Denn ich bin nicht so enthusiastisch von diesen kontinuierlichen Einfügungen, welche Weidemann macht.
das ist, sind verwirrend. Und jemand, der es hört, kommt in seinem Denken bei dieser Sache zum Stillstand. Ob aber das, was es bedeutet, ist oder nicht ist, dies bedeutet ein Aussagewort für sich allein noch nicht. Denn für das Sein, der mit ihm gemeinte Sache oder deren Nichtsein, ist es kein Zeichen. Das heißt, er will immer wieder sagen, das Problem von Wahrheit und Falschheit stellt sich vor, kommt heraus, wenn wir zumindest Wort und Name und Verb zusammenbinden. Also sich selbst ist das Verb, hat das Verb eine Bedeutung, zum Beispiel gesund werden, aber ist nicht etwas, das auf das Problem von Wahrheit und Falschheit öffnet. Aber das kommt etwas, das wirklich meiner Meinung nach sehr relevant ist. Auch das Wort Seien ist dies nicht, wenn man es für sich allein ausspricht, denn für sich selbst ist es nichts, sondern bedeutet lediglich eine gewisse Verbindung mit hinzu, die sich ohne das, was jeweils miteinander verbunden ist, nicht verstehen lässt. Dann spricht er nicht weiter, das ist, wie gesagt, ganz aristotelisch, das passiert schon immer, dass er etwas so einführt und dann nicht mehr darüber spricht. Und lässt uns leider im Stick. Das passiert immer wieder, leider. Und ihr sind meiner Meinung nach die Probleme, die ihr verbunden sind, wirklich großartig. Wie letztes Mal angedeutet, ist meiner Meinung nach das eine weitere Spezifikation, welche Aristoteles machen will über das Problem vom Seienden. Er will sich nicht, will ihr deklarieren, er deklariert da hier, ich will mich nicht auf die Entifizierung vom Seienden einlassen. Das ist etwas, das immer wieder bei Aristoteles vorkommt. Sie können schon finden ein angehängtes Dokument auf der Webseite bezüglich einiger Probleme, welche zusammenhängen mit der Substanz und Pluralität in Metaphysik Beta zum Beispiel. Wo Aristoteles sagt, wenn wir das Seiende an sich selbst als ein Objekt, eine Entität interpretieren, dann ist alles anderes nicht existieren, denn alles andere ist verschieden von Seienden und strikt gesagt ist es nicht. Das heißt, wenn wir das Seiende an sich selbst, als eine Entität, als ob Sein als Wort oder Seiendes, da hier mache ich einen Pfeil, ja, wo mache ich das? Das ist Sprache sozusagen, dann ist diese Wirklichkeit. Wenn dieses für eine Entität stehen, das nur Seiendes ist, dann alles andere kann nicht mehr vorliegen, kann nicht mehr vorhanden sein, denn alles andere wäre nicht Seiendes, wäre nicht Existierendes. Das heißt, die Pluralität der Entitäten würde zusammenbrechen. Das ist zum Beispiel ein Argument, welches in Beta zu finden ist, in Metaphysik Beta. Die Fotokopien habe ich leider noch nicht in Roten Ordner eingefügt, ich werde das aber machen. Aber in diesem Dokument werden, in diesem angehängten Dokument wird das diskutiert. Und die Bestreitungen von Parmenides sind auch in der Physik zu finden, in Physik 1.3, wo er, Aristoteles, auch dort sagt, dass das Seiende eigentlich nicht eine einzige Bedeutung haben kann. Aristoteles geht des Öfteren auch auf indirekte Art und Weise zu Parmenides auf Distanz. Immer wieder, wenn er sagt so etwas wie das Seiende, Sie haben das Dokument hier, das ist zum Beispiel Delta 7 über das Seiende, die Pluralität von Seiendem. Natürlich, wer das Dokument nicht hat, kann zu mir kommen und werde es geben.
Er sagt zum Beispiel, das Seiende im Sinne von den Kategorien ist eine Pluralität, die Substanz, Qualität, Quantität, Relation, Ort, Zeit und so weiter. Er will damit sagen, es gibt nicht ein Seiendes in der Wirklichkeit. Es gibt nicht eine Entität, welche seiend ist und Schluss. Seiend ist sofort zu übersetzen in eine Pluralität von Varianten von Werten. Das heißt, er will sozusagen antimonistisch argumentieren. In Entsprechung dazu, wenn er kritisiert Parmenides, sagt er immer, wenn wir uns auf die Hypothesen von Parmenides, auf die Thesen von Parmenides einlassen, dann haben wir nicht eine Art und Weise, um die Pluralität der Entitäten zu rechtfertigen. Es existiert, es würde nur das Sein existieren. Spreche ich vielleicht zu schnell, oder? Ich habe diese Namen. Entschuldigung. Nicht Beta 1.3, Physik 1.3. Physik 1.3. Das ist auch in den angehängten Dokumenten. Substanz, Beta, Pluralität und die Pluralität von Seienden, wenn ich mich nicht irre, aber kann natürlich auf eine Frage sagen, welches Dokument ist, das sich mit diesem Problem beschäftigt. Auch hier, meiner Meinung nach, obwohl ihr vielleicht ein bisschen sozusagen kaschierter ist, ein bisschen geheim gehaltener, auch hier will er sagen, es ist nicht so, dass wenn wir von Seiendem sprechen, von Iste oder von den Art und Weise von der Konjugation, Abwandlungsformen von Seienden, dass wir das Seiende Bindestrich oder das Sein auf eine Entität zurückbeziehen. Seiend ist Verbindungszeichen, aber es ist nicht so, dass Seienden für eine Entität ist. Was ist der Sinn von der Präzisierung? Es ist nur ein Verbindungszeichen. Das heißt, es ist nicht etwas, das an sich selbst auf eine Entität zurückgeführt werden kann. Es gibt nicht in Entsprechung zum Wort Sein, Seiendes, ist, das ist, was Parmenides sagt, ist, aufpassen, er sagt ist auf eine Entität der Wirklichkeit zurückzubeziehen ist. Er will nur sagen, das ist nicht etwas, das für eine Entität ist. Wenn ich habe, Mensch ist Blas, kann ich sagen, Mensch steht für eine Entität, Blas steht für eine Entität, Mensch für Substanz und Blas für Qualität, aber ist steht nicht für eine Entität selbst. Ist nur Verbindungszeichen zwischen den zwei Entitäten, sprachlich gesehen. Er will das gegen Parmenides sagen, zur Schau stellen. Denn Parmenides ist so ausgegangen, meiner Meinung nach. Natürlich, wie ich ganz klar gesagt habe, es ist der schrecklichste meiner Halbträume, ohne Zweifel. Letztes Jahr, als ich die Sitzung über Parmenides bei der Vorlesung Lektüre gehalten habe, hatte ich gesagt, ich möchte wirklich wegfliehen. Die Leute haben gelacht, aber es war wahr. Ich hätte wirklich gerne weggeflohen, wirklich. Es ist unglaublich schwierig, Parmenides. Aber meiner Meinung nach ist es so, Parmenides ist eigentlich von einer Grundintuition ausgegangen. Das heißt, Ist inkompatibel mit Nicht-Ist. Alles, was ist, ist nicht kompatibel mit dem Nicht-Seienden. Und das warum? Weil Nicht-Sein, Nicht-Seiendes, Nicht-Ist-Nicht oder Nicht-Ist, eigentlich die Negation von allen Eigenschaften ist. Deswegen kann nicht etwas wie Nicht-Ist akzeptiert werden in der Ontologie. Ist und Nicht-Ist sind unkompatibel. Wir haben nur diese zwei Wege. Aber nicht ist und alles, was nichts, was mit nichts, mit Nichtseiendem, mit ist nicht zu tun hat, muss von der Ontologie abgewiesen werden. Nur das ist, lässt sich denken. Das nicht ist, eben indem es nicht ist,
ist Negation von Eigenschaften, von allen Eigenschaften. Und dann, dass diese Grundintuition öffnet, öffnet dann den Weg, ebnet den Weg für Parmenides für die Behauptung von der Ablehnung von Werden, von jedweder Form von Werden. Jedes Werden ist ein noch nicht ist oder ist nicht mehr so und so weiter. Aber die Grundintuition ist diese, Inkompatibilität zwischen ist, seiendem, Sein einerseits und andererseits nicht ist, ist nicht, nichts und nicht seinem. Ablehnung von allem, was das Nicht mit sich bringt und Akzeptanz, Annahme nur von dem Seienden. Das ist die Grundintuition, ich komme sofort. Moment. Und deswegen dann alle Ontologien, die später kommen, haben wahnsinnige Schwierigkeiten. Denn Parmenides hat sowieso das Nichts verboten, das Nichtseiendes verboten. Und alle späteren Ontologien müssen irgendwie, wollen, Empedokles, Anaxagoras, aber auch die Atomisten, wollen, kommen sofort, wollen, sozusagen, die Phänomene der Welt, wollen nicht alles von Parmenides akzeptieren, aber die wollen die Phänomene der Welt, die Pluralität der Welt rechtfertigen, indem aber sie nicht akzeptieren können, dürfen, dass in ihrem System etwas, das Nichtsein genommen wird, wie das Nichts. Deswegen alle, Empedokles, Anaxagoras zum Beispiel, und nicht nur sie sowieso, aber die Atomisten, aber auch Aristoteles, leihen eine wahnsinnige, große Aufmerksamkeit darauf, dass wenn sie die physische Bewegung, Änderung auslegen, nie ein Nichts, ein Entstehen aus dem Nichts oder ein Vergehen in Nichts in ihre Systeme zu lassen. Sie sagen immer, bei allen Verschiedenheiten zwischen den verschiedenen Systemen, sie sagen immer, es gibt kein Entstehen vom Nichts zum Beispiel. Das ist immer zu finden. Die Ablehnung vom Nichts ist etwas, das sie haben, weil sie immer ständig an die Verbote von Parmenides denken. Das heißt, nach Parmenides ist nicht mehr so, wie es früher war. Es gibt eine vor-parmenidische Zeit und eine nach-parmenidische Zeit. Entschuldigung für die Aussprache. Sie schreiben alle mit Parmenides, das heißt metaphorisch, aber vielleicht nicht nur metaphorisch, bei sich zu haben. Und alle akzeptieren nie, niemals das Entstehen vom Nichts. Aristoteles ist immer darauf aufmerksam. Das heißt, wenn er spricht von der Änderung, sagt er, es gibt etwas, das zugrunde liegt. Das heißt, es sind so, dass die Änderungsphänomene sich reigen, ohne dass etwas, das sowieso zugrunde liegt, früher und später. Und auch bei der Entstehung ist es dasselbe. Aristoteles ist immer wahnsinnig aufmerksam, dass er sich nicht leistet, das Entstehen von einem Nichts zu akzeptieren. Aber das gilt auch bei allen verschiedenen, für Empedokles, für Anaxagoras, für die Atomisten. Sie sagen immer, kein Entstehen von dem Nichts, wir akzeptieren das nicht. Und das ist wirklich, diese sind die Grenzen, welche ihnen Parmenides auferlegt hat. Bevor ich, bitte, da die Frage, Entschuldigung. Also, meinen Sie die Entstehung vor dem Nichts oder von dem Nichts oder aus dem Nichts? Aus dem Nichts, Entschuldigung, aus dem Nichts. Kreatio ex nihilo. Ja, ja. Dann wollte ich einmal eigentlich widerspricht Aristoteles ja zumindest, was die unbestimmt, also die